Hallo, ich bin Bernie Gaul. Und ich bin Clara Sautner. Bernie ist der Klimaexperte vom Kurier. Wir nennen ihn Klima-Bernie. Und so heißt auch unser neuer Podcast. Da erklärt er mir genau, wie wir die Welt retten werden. Naja, so ist das nicht. Das ist natürlich komplexer. Hauptsächlich reden wir darüber, welche Vorgänge und Dynamiken dazu führen, dass Treibhausgasemissionen steigen und welche globalen Problemfelder und Lösungsansätze es gibt. Cool, dann machen wir das. Den neuen Podcast findet ihr auf kurier.at und in allen Podcast-Apps. Also anhören, like and subscribe. Das hast du schön gesagt. Danke. Sie hören den Kurier. Die Transferzeit ist in vollem Gange. Fußballvereine wollen bei ihnen entwickelte Spieler zu gutem Geld machen. Gleichzeitig muss man versuchen, entstehende Lücken zu füllen und schwache Positionen zu stärken. Doch wie findet man die besten Spieler? Neben erfahrenen Scouts wird an dieser Stelle auch immer öfter die künstliche Intelligenz gefragt. Wie das läuft, welche Daten über Spieler gesammelt werden können und welche davon überhaupt relevant sind, haben wir Trainingswissenschaftler und Sportinformatiker Daniel Memmert von der Deutschen Sporthochschule Köln gefragt. Hallo und herzlich willkommen zur 138. Folge der Kurier-Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner. Ja, Daten im Fußball. Wir alle kennen Ballbesitz, Torschüsse, zurückgelegte Kilometer und Expected Goals. Professor Dr. Daniel Memmert kennt noch viele, viele mehr. Er leitet das Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule in Köln und hat in diesem Rahmen 16 Jahre lang mit dem DFB zusammengearbeitet und sammelt und analysiert mit seinem Team auch heute noch Daten für viele Fußballvereine, vor allem in Deutschland. Ich bin jetzt virtuell mit ihm verbunden. Hallo, Herr Memmert. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, wie Sie damit angefangen haben. Zu welcher Zeit haben Sie damit angefangen und was war damals so der Status quo in der Datenanalyse im Fußball jetzt im Besonderen? Ja, also es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Daten. Videos sind ja auch eine Art von Daten und mit Videos arbeite ich natürlich schon, seit ich an der Universität Heidelberg promoviert habe. Da haben wir vorwiegend dann Fußballspiele von Hoffenheim, das ist damals ein Regionalligist von den Bundesligavereinen in Deutschland, haben wir Video quasi dann ausgewertet für den Trainer, um dort Erkenntnisse zu generieren. Wir haben da relativ lang dafür gebraucht, so 8 Stunden pro Fußballspiel, verschiedene Kategorien quasi getaggt, wie man heute dazu sagt. Das heißt, in verschiedenen Kategorien eingeteilt, Spiele auf Bau links, rechts, dann die Angriffe durchs Zentrum oder durch die oder auf den Flügeln. Und das war eine sehr spannende Zeit und es waren schon sehr große Datenmengen. Das heißt, es haben die normalen Festplatten damals nicht ausgereicht für so ein Bundesligaspiel. Da muss man schon relativ kreativ unterwegs sein. Und mir ist damals schon der Gedanke gekommen, dass das doch irgendwie so viel Zeit dauert und ob das nicht irgendwo ökonomischer geschehen kann. Mhm. Und dann kam die Idee auf, das kam von anderen Wissenschaftlern, dass man solche sogenannte Positionsdaten bestimmen kann. Das hatte ich dann gehört, dass es sowas gibt und habe mich dann da auch schlau gemacht. Das ging schon früher los, auch in Amerika waren da so die ersten Ansätze, dass man versucht hat, Spieler zu tracken. Das heißt, die Zeit und die Bewegungen der Spieler abzubilden, die XY-Koordinaten des Spielers und des Balls abzubilden, um dadurch quasi einfach 1er-0er zu haben, aber die dann quasi die Position des Spielers zu jeder Sekunde auf dem Platz wiedergibt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Da haben dann die ersten Firmen, sind da drauf gesprungen in Deutschland, so um 2000, 2001, 2002 und haben das dann weiterentwickelt. Und ich habe damals schon gedacht, wenn wir solche Daten haben, dann sind doch Informatiker einfach genau die richtigen, die versuchen da Muster herauszulesen. Und das wird doch viel spannender, nicht nur zur Auswertung von den Kategorien, die ich gerade gesagt hatte, also Eckbälle oder auch Angriffe, Spieleröffnungen, sondern auch verschiedene Muster, Patterns, mit denen man dann das Spiel vielleicht auch besser entschlüsseln kann. Mhm.
Und dann hatte ich den Informatiker kennengelernt bei einer Tagung in Bremen. Das war der Professor Perl, damals der führende Sportinformatiker in Deutschland, der sehr viele, ja, der die ganze Community aufgebaut hat. Nicht nur in Deutschland, dann auch später weltweit. Mhm. Und wir haben uns gleich einen guten Draht zueinander gehabt und wir haben dann versucht, an so einen Datensatz dran zu kommen. Und es ist dann uns gelungen, 2006 bei der Weltmeisterschaft in Deutschland das Endspiel. Das haben wir dann zugespielt bekommen. Ich kann Ihnen heute gar nicht mehr genau sagen, woher das kam und ob das vielleicht sogar Menschen in riesigen, und viele Menschen in riesigen Zeiten das versucht haben, irgendwie dann so in Zahlen zu übertragen oder ob das schon maschinell war. Da lachen wir heute selber ein bisschen drüber, weil wir es gar nicht mehr wissen, wo die Daten genau herkamen. Wahrscheinlich aus Russland, aber so ganz genau wissen wir es nicht mehr. Und dieser Datensatz war damals einfach einer der ersten, der da verfügbar war. Und mit dem haben wir quasi 5 Jahre lang gearbeitet und haben dort angefangen, neuronale Netze zu entwickeln. Mhm. Das heißt, wir haben dann Algorithmen programmiert, mit denen wir dann verschiedene Verhaltensweisen testen können und schauen dann, ob diese Algorithmen dann auf den aktuellen Daten auch funktionieren und genau uns die Kategorien rausschmeißen, die uns auch Experten gesagt hätten, dass das ein Eckball ist oder das auch ein Spielaufbau. Wir haben damals schon eine relativ umfangreiche Förderung bekommen vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das hat natürlich uns geholfen, mit Manpower, mit Ressourcen dann auch viele Paradigmen aufzustellen, Modelle zu entwickeln, viel zu forschen und auch viel zu publizieren. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Deutsche Sporthochschule Köln mit mehreren Bundesligisten zusammenarbeitet und auch mit dem DFB, um diese Daten bereitzustellen. Ist das richtig? Ja, wir haben damals aufgrund der Nähe zu Hoffenheim natürlich dann zuerst mit Hoffenheim zusammengearbeitet. Ralf Rangnick war da sehr begeistert und auch Ernst Tanner, der damals dann auch der Sportdirektor wurde von Hoffenheim. Und dort haben wir auch ein Tool entwickelt, das nennt sich Soccer, tatsächlich auch groß geschrieben. Und das kann tatsächlich, damit können wir Positionsdaten auswerten. Wir haben dann im Laufe der Jahre da verschiedene Komponenten ergänzt, verschiedene Module ergänzt, also Raumkontrolle, Pressing beispielsweise, Passerkennungen und viele andere, mit denen wir dann quasi sehr, sehr schnell die Daten auswerten können. Und das haben andere Mannschaften dann auch mitbekommen. Dann hat das Tool auch noch andere gekauft, wie Salzburg. Jetzt im Moment arbeitet Philadelphia Unions in der Major Soccer League damit. Aber wir arbeiten vor allem auch in der Wissenschaft mit diesem Tool und bilden auch unsere Studenten damit aus. Mhm. Das heißt, es kamen dann andere Vereine dazu, mit denen wir dann auch Projekte gemacht haben. Und 2015, weil einfach dann der Boom immer größer wurde, haben wir dann einen Master aufgelegt, Master Spielanalyse. Mhm. Das ist der einzige Master, auch noch im Jahr 2023 in der Welt, bei denen Studenten nur sich mit Spielanalyse beschäftigen und dann am Ende, wenn sie den Master dann packen, natürlich auch promovieren können, was übrigens mittlerweile auch immer mehr Spielanalysten machen. Der erste Spielanalyst übrigens, der bei mir promoviert hat, war Dr. Stefan Nopp, ist jetzt im Moment der A-Spielanalyst der deutschen Nationalmannschaft. Mhm. Also quasi das Höchste, was man einfach so entklimmen kann im Fußball, neben Verein natürlich auch dann immer die Nationalmannschaft im Blick. Wir haben dann auch lange mit dem DFB zusammengearbeitet, da war die Analyse dann nicht nur im Bereich Video, wobei hauptsächlich dann doch die Videos dann immer noch zum Zuge kamen, weil wir hauptsächlich dort qualitative Analysen gemacht haben. Aber auch am Ende dann auch haben dann auch Event- und Positionsdaten eine große Rolle gespielt. Wir haben sehr lange mit dem DFB zusammengearbeitet, tatsächlich mehr als 16 Jahre und haben dadurch natürlich auch immer viel Know-how gehabt, viel Spiel, Philosophien vom DFB und konnten uns da auch weiterentwickeln, sowohl in der qualitativen Spielanalyse mit Videodaten als auch mit der quantitativen Spielanalyse mit Positions- und Eventdaten. Mhm. Sie haben jetzt vorher erwähnt, dass damals bei dem Endspiel 2006 wahrscheinlich oder vermutlich Menschen dort gesessen sind und diese Daten gesammelt haben und irgendwo eingetragen haben. Wie funktioniert das denn jetzt? Sie haben schon erwähnt, Videos zum Beispiel können Daten analysieren. Dann gibt es diese Chips, die die Spieler tragen. Im Ball, glaube ich, ist auch ein Chip manchmal. Wie funktioniert denn das? Ja, also wie gesagt, wir müssen drei verschiedene Daten eigentlich unterscheiden, mit denen sich die Spielanalyse beschäftigt. Das ist auf der einen Seite die Videodaten, das kennen wir alle vom Fernsehen. Damit macht man qualitative Analysen. Wir haben die sogenannten Positionsdaten, das hatte ich gerade schon gesagt, das sind die XY-Koordinaten des Spielers und des Balles. Das erfasst man verschieden. Also das kann man sowohl mit Chips, also
mit Sensortechnik haben, die Projektion, als auch mit einer Video, also dass auch Kameras das aufzeichnen und dann umwandeln in XY-Koordinaten. Aus den Projektionsdaten kann man dann auch noch Eventdaten generieren, auf die möchte ich jetzt vielleicht nicht im Detail eingehen. Wichtig ist, glaube ich, dass die Projektionsdaten vollautomatisch mittlerweile erfasst haben. Die haben eine sehr hohe Qualität, auch der Chip ist im Ball, das heißt, wir haben auch den Ball. Beim Ball ist auch noch eine Z-Krümmel dabei, das heißt auch, wir haben noch die Höhe des Balles. Mhm. Und die Daten sind mittlerweile sehr gut verfügbar in Deutschland, aber auch in anderen Ligen. Und da können wir relativ gute Analysen machen. Also Eventdaten ist das, was man kennt, was oft nach den Spielen eingeblendet wird. Die Pässe oder die, weiß nicht, wie viele Eckbälle gespielt wurden oder so. Vielleicht können Sie den Unterschied zwischen Video- und Positionsdaten noch mal kurz erklären? Ja. Also Video ist so, wie wir es einfach im Fernsehen sehen. Es ist einfach ein Video, es ist etwas, was wir sehen, es sind Bewegbilder, so wie wir es aus dem Fernsehen kennen. Die Projektionsdaten bestehen nur aus Einsen und Nullen. Das Spannende ist jetzt, und das haben wir jetzt in einem relativ großen BMBF-Projekt, also was vom Bund gefördert wurde, jetzt auch weiterentwickeln können, man kann mittlerweile aus den Fernsehdaten, also aus dem Video, kann man mittlerweile auch Projektionsdaten machen. Da haben wir auch Paradigmen entwickelt. Weil man muss sich das vorstellen, nicht in allen Ligen dieser Welt und vor allem auch nicht in jeder Expertise-Klasse, will ich mal sagen, werden natürlich Positionsdaten generiert. In Deutschland ist es nur der erste und zweite Bundesliga beispielsweise und in Südamerika gibt es so gut wie keine Ligen, die das systematisch und vor allem mit einer gewissen Qualität auch umsetzen. Aber natürlich braucht man zum Scouten und auch um verschiedene taktische Leistungsindikatoren einzusetzen, natürlich die Positionsdaten. Also können wir jetzt hingehen, können uns ein Video nehmen von einem Fußballspiel und können das umtransferieren in Positionsdaten. Wir können dann viel leichter damit dann kategorisieren oder auch taktische Leistungsparameter bestimmen. Mhm. Sie haben jetzt gesagt, in Deutschland ist das in der ersten und zweiten Bundesliga schon gang und gäbe. Da habe ich jetzt herausgehört, dass das aber jetzt weltweit oder europaweit noch nicht so ist. Das ist ja, weil Sie vom Scouting gesprochen haben, ein ganz interessanter Faktor, weil man scoutet ja auf der ganzen Welt. Wie ist da die Entwicklung? Wie flächendeckend wird das eingesetzt? Oder wie kann man auch im Nachhinein vielleicht von Spielern, die in Ligen spielen, wo noch nicht so viel Daten erfasst werden, dessen Leistungsdaten irgendwie bekommen als interessierter Verein? In Europa, in den großen, in fünf großen Ligen, da werden natürlich überall Positionsdaten gesammelt. Das ist klar. Es gibt da verschiedene Anbieter. Also wie gesagt, in Deutschland beispielsweise ist das Calon-Hegos, aber in Spanien und Italien auch. Aber in anderen Ligen wird das zum Beispiel mit Stats gemacht, das ist ein anderer Anbieter, oder auch mit Second Spectrum, wie es jetzt in England in der Premier League der Fall ist. Der Unterschied ist, dass die zwar alle vorhanden sind, diese Positionsdaten, und dass die aber tatsächlich nicht immer geshared werden. Also es gibt durchaus Länder, wie Spanien ist beispielsweise, oder auch Italien, bei denen, dass man, in denen das noch nicht geshared wird. Das ist ein Problem natürlich. Das heißt, also Barcelona unter den Vereinen geteilt. Ja, in den Vereinen, genau. Richtig, also in Deutschland ist es so, dass die quasi ab Montag ist es quasi alles verfügbar. Ein Zweitligist kann sich jederzeit auch ein Spiel von Bayern München sich holen und somit ist es kein Problem. Sharen bedeutet auch immer natürlich, man gibt was preis, aber auf der anderen Seite, man kann Dinge entwickeln. Und da waren wir natürlich in Deutschland in der Goldgräberstimmung. Bei uns wurden die Daten sofort geteilt zwischen den Clubs und somit war das natürlich auch für Wissenschaftler super, da Analysen machen zu können und einfach auch die Analyse weiterzuentwickeln, die Veredelung, wie wir dazu sagen. Da haben andere Länder so ein bisschen Nachholbedarf, die haben sie dann individuell gemacht. Heutzutage kaufen teilweise die Vereine dann die Positionsdaten, um Analysen machen zu können. Aber mittlerweile wird mehr und mehr geshared. Und wie gesagt, wir haben vor 5 Jahren schon den Verein nahegelegt, dass sie sich mehr um das Datenscouting kümmern müssen. Sie haben immer gesagt, naja, wer kann die Daten nicht aus dem Ausland, warum soll das machen? Dann haben sie immer gesagt, naja, aber sie wollen sich auch vorbereitet sein, sie brauchen noch eine Datenpipeline, sie müssen noch da irgendwo auch quasi voll anderen sein, weil sie brauchen ein halbes Jahr, um das alles aufzubauen. Und da muss man sagen, dass das nicht sehr viele Vereine gemacht haben. Jetzt machen das immer mehr Vereine. Die Vereine fangen jetzt auch an, Python-Programmierer beispielsweise einzustellen, also Data Scientists, das hat Barcelona schon vor 5 Jahren gemacht. Das heißt auch wirklich Informatiker einzustellen, die nur diese Algorithmen bauen, die dann passend zur Philosophie des Vereins, die Spielphilosophie, aber auch
den das Scouting sind, also welches Spiel man verpflichten möchte. Und das heißt, da hat sich jetzt sehr, sehr viel getan. Und wenn dann wirklich mal in Europa alle Daten geshared werden, dann wird es nochmal einen ganz anderen Drive geben. Mhm. Diese KI oder diese Daten, die man da benutzt, sind ja wichtig für einzelne Spieler, um sich weiterzuentwickeln, für Spieltaktiken einer Mannschaft, aber auch um zu scouten, also um neue Spieler, die in die eigene Mannschaft möglicherweise passen, die gute Leistungsdaten haben, einzukaufen. Und jetzt beim Scouting, welchen Anteil können denn diese Daten haben an einer Kaufentscheidung? Also ich erinnere mich da an diesen Film Moneyball, in dieser Baseballfilm, wo ja wirklich die Mannschaft nur oder fast ausschließlich aufgrund von Daten zusammengestellt wurde und dann erfolgreich war. Wie ist das denn im Fußball? Welchen Prozentsatz, würden Sie sagen, nehmen die Daten ein in einer Entscheidung, einen Spieler zu kaufen oder nicht? Also man darf es Moneyball und auch Baseball jetzt nicht vergleichen mit Fußball. Das ist wirklich von der Struktur her sehr, sehr anders. Mhm. Da geht es noch viel mehr um Wahrscheinlichkeiten beim Baseball, beim Fußball natürlich auch. Das heißt, natürlich wird heutzutage das immer wichtiger. Das heißt, die Vereine bilden immer weniger sogenannte Scouts, die sie dann schicken in die Stadien, sondern sie machen immer so eine Art Vorscouting. Und das machen sie datenbasiert. Und da schauen sich verschiedene Key-Performance-Indizes an, schauen, welcher Spieler da dann passt, und dann wird erst ein Scout geschickt, der dann das alles sich mal live im Stadion anschaut. Das heißt, das Datenscouting hat bei vielen Vereinen mittlerweile einen ganz hohen Stellenwert, weil man natürlich auch ressourcensparend arbeiten kann, man muss nicht so viel durch Europa fahren. Aber wie gesagt, es gibt nicht von allen Spielen Daten. Das ist das Problem. Videodaten, okay, das hat man oftmals, aber auch nicht immer zuverlässig, mhm, und auch noch auf gar keinen Fall dann solche Positionsdaten. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis da hier auch soweit ist, dass man wirklich auch überall, wo man möchte, dann auch Daten hat. Aber das wird kommen, und aber die Vereine sind jetzt schon eigentlich sehr gut unterwegs, was das betrifft. Mhm. Aber könnte man zum Beispiel sagen, ich bin ein österreichisches Fußballteam und ich bin interessiert an Spieler X aus, sagen wir, Ghana. Der weiß, dass ich interessiert bin, und der trägt jetzt einfach mal einen Chip für ein paar Spiele, oder macht das keinen Sinn? Doch, also letztendlich können sich Vereine dann halt, müssen sich einfach darum kümmern, dass man Projektionsdaten erfassen kann von ihren Spielen. Das ist nicht, im Moment noch nicht so ganz günstig, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Dann ist das immer das Problem, macht die andere Mannschaft mit? Das ist ja auch die Frage. Also man braucht ja eigentlich von beiden Mannschaften die Projektionsdaten. Das ist schon mal, also so ganz einfach ist es nicht tatsächlich. Mhm, ja. Ich weiß natürlich, dass die großen Clubs wie Red Bull, Salzburg beispielsweise, da haben auch die U17 und U19, da haben natürlich Positionsdaten, das wird erfasst. Und das ist natürlich immer sehr einfach, weil da kann man ja sagen, das macht der Verein, ja, ihr kriegt auch die Daten, das heißt von uns. Das ist ja sehr, sehr nett quasi, das heißt, man gibt dann auch die Daten weiter. In der Regel können natürlich die anderen Teams jetzt nicht so viel damit die Daten anfangen. Mhm. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es eine sehr schöne Geste und auch sehr, sehr schönes Entgegenkommen dann, wenn man einfach dann auch die Daten dann shared. Also die Datenerfassung ist jetzt noch nicht so weit, dass man das jetzt für 1.000 Euro bekommt, aber letztendlich wird das immer günstiger werden. Somit kann man auch bald in niedrigeren Klassen dann auch anfangen, Positionsdaten zu sammeln. Wie kann man sich das denn prinzipiell vorstellen in der Arbeit, jetzt in Ihrer Arbeit, wenn Sie mit Bundesligisten zusammenarbeiten? Also sagen wir, der Trainer von Mannschaft X, wie tritt er mit Ihnen in Kontakt, oder wie oft werden da Daten geshared, oder wird da einmal ein Datenpaket gekauft, das kriegen die dann jede Woche, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Modelle, die wir da fahren mit den Vereinen. Also letztendlich haben die Vereine ja alle Spielerlisten. Mhm. Teilweise gibt es auch eine Co-Trainer-Spielanalyse. Das heißt, der ist dann nochmal viel dichter dran am Team und auch am Cheftrainer. Und dann ist die Frage, ja, gehen wir auf das Kreative? Das wäre dann eher an die Videodaten, oder gäbe er eher an die taktischen Leistungsindikatoren, das wäre dann eher die Positionsdaten. Die können uns ja ganz einfach über das Portal zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, das können wir jeden Montag tagesaktuell dann abrufen vom letzten Spieltag. Und dann ist es die Frage, also will der Verein ein Tool haben? Hat er jemanden, der es auch dann direkt auch umsetzt und auswertet? Oder auf der anderen Seite, sagen Sie, Sie wollen bestimmte taktische Leistungsindikatoren haben, dann würden wir die alle auswerten und einfach dann nur die Ergebnisse rüberschicken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Mhm. Wie viele Parameter kann man eigentlich pro Spiel erfassen? Unendlich viele, es klingt so, aber... Ja.
Ja, es ist so. Tatsächlich kann man sehr, sehr viele erfassen. Aber das macht natürlich keinen Sinn, weil da hat man eine Datenflut und man weiß ja nicht genau, was man... Das ist das größte Problem, ist auch in der Wissenschaft tatsächlich. Mit welchen Daten kann man eigentlich brauchbar arbeiten und welche Daten sind überhaupt sinnvoll? Also da gibt es ja auch mittlerweile viele Validierungsstudien und da können zum Beispiel, also nicht nur wir, sondern auch andere Labs können das relativ schön zeigen, dass zum Beispiel solche physiologischen Parameter, die zurückgelegte Kilometer oder auch die Anzahl der Sprints gar kein großer Indikator für den Ausgang eines Fußballspiels ist. Also wir sagen da so Trivialparameter dazu oder auch Ballbesitz, ne, oder auch angekommene Pässe. Lauter solche Indikatoren, die ja von den Medien auch sehr stark gespielt werden, weil sie eigentlich sehr leicht und sehr eingängig sind, haben eigentlich keine große Relevanz für den Ausgang eines Spiels und somit ist die Frage, welche Bedeutung sie haben. Aber andere Parameter, wie zum Beispiel die Raumkontrolle oder das Pressing, sind Parameter, die wir validiert haben über sehr, sehr, sehr große Datensätze hinweg. Und da können wir sagen, dass es da doch Zusammenhänge und auch signifikante Zusammenhänge gibt mit dem Ausgang eines Fußballspiels. Und dann sind solche Parameter natürlich viel nützlicher. Natürlich muss man das auch sehr individuell sehen. Also die Vereine haben eine eigene Spielphilosophie und wir sind eher so, dass wir nichts von der Stange verkaufen, sag ich jetzt mal, oder anbieten, sondern dass wir sehr, sehr individuell da arbeiten und auf die Spielphilosophie der Vereine eingehen und genau dann das aus den Daten herausholen, was der Trainer auch sehen möchte. Es klingt auch so, dass man da wirklich, also auch wenn man jetzt mit diesen Daten arbeitet und so, es klingt überhaupt nicht trocken, sondern so, als ob man sich wirklich auch sehr für das Spiel begeistern muss, um das auch weiterzuentwickeln. Ja, das ist ganz wichtig. Wir können zum Beispiel auch schön zeigen in Publikationen, dass wir sehr granular denken müssen. Das heißt, drüber zu rechnen über so ein Spiel ist immer ein bisschen schwierig. Wir sind mittlerweile auf so ein sequenzbasiertes oder phasenbasiertes Modell umgestiegen, wo wir uns einige Phasen anschauen. Und bei diesen Phasen, die spielen dann schon eine viel größere Bedeutung tatsächlich, weil wir sehen, ein Tor verändert alles. Das können wir klar zeigen, wenn eine Mannschaft zurückliegt, dann läuft es natürlich viel mehr. Und dann ist natürlich, dann verändern sich alle Parameter. Und das wird heutzutage noch viel zu wenig berücksichtigt und somit sind die Ergebnisse auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wenn man da so granularer arbeitet, dann ist es so, dass man wirklich dann auch sich die Phasen anschaut, dort Erfolgsparameter festlegt und dann anschaut, was dort exakt passiert ist. Das heißt, man hat viel mehr Kontext mit dabei. Und das ist die Zukunft und das entwickeln wir weiter mit verschiedenen Modellen und Paradigmen in unseren Projekten. Weil Sie jetzt das Gegentor erwähnt haben oder dass eine Mannschaft in Rückstand geht. Ich habe mich gefragt, ob künstliche Intelligenz auch mentale Komponenten erfassen kann. Ist das möglich? Naja, die Frage ist, wie man mental genau definiert. Letztendlich ist es schon so, dass wir in einem größeren Forschungsprojekt, was jetzt auch in der Promotion abschließen wird, uns die Vororientierung anschauen. Das heißt, die Spieler versuchen ja möglichst viel wahrzunehmen, um sich herum. Wir sagen dazu auch, Aufmerksamkeitsfenster soll groß sein. Dazu drehen sie ihren Kopf. Und man kann schön zeigen, nicht nur wir, sondern auch in anderen Labs, dass diese Vororientierung, das Drehen des Kopfes vor einer Aktion, die man dann macht als Spieler, den Pass besser macht, den man dann spielt. Und das ist etwas, was jetzt mittlerweile Einzug gehalten hat in den deutschen Fußball, auch in den nationalen Fußball. Und das ist so eine Art Vororientierung, eine kognitive Komponente. Und das macht man heutzutage noch über Videos. Also man muss Studenten dran setzen, die dann diese Bewegung stellen. Also wie oft hat er jetzt seinen Kopf gedreht, diesen Schulterblick gemacht, bevor er den Pass spielt, was sehr aufwendig ist, was sehr lange dauert. Und da versuchen wir das jetzt auch auf der Basis von Positionsdaten zu bestimmen. Was würden Sie denn sagen, wie weit ist, sagen wir jetzt Deutschland, weil Sie hauptsächlich in Deutschland tätig sind, in der Entwicklung der Datenanalyse im Fußball? Also wenn wir jetzt sagen, 1 ist der Anfang und 10 ist der absolute Zenit, wo nichts mehr weiter erreicht werden kann. Was würden Sie sagen, wo stehen wir gerade? Ja, also wir sind am Anfang, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Das heißt, wir beginnen gerade erst richtig auch Theorien zu entwickeln, die auf Positionsdatenanalysen basieren. Wir versuchen gerade auch ein neues Paradigma zu etablieren. Das ist in den letzten 2-3 Jahren auch mit der Promotion ganz gut gelungen, dass wir auch versuchen, experimentell zu arbeiten in der Sportinformatik. Das heißt, dass wir Fußballspiele initiieren und dann auch verschiedene Anweisungen geben an die Mannschaften. Somit manipulieren wir auch ein Stück weit. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, auch um Experimente machen zu können. Das heißt, wir können dann auch wirklich kausale
Annahmen dann auch testen und nicht nur korrelative. Das ist sehr, sehr wichtig in der Wissenschaft. Und was natürlich sehr, sehr spannend ist im Moment, ist auch die Verbindung mit der Sportpsychologie. Das hatten Sie vorhin angesprochen mit dem Mentalen. Mhm. Das heißt, wir verbinden die Sportinformatik mit der Sportpsychologie. Wir haben beispielsweise jetzt Mannschaften zusammengestellt, die bei denen ein unterschiedliches Aufmerksamkeitsfenster von Haus aus vorlag. Das heißt, wir haben ein Paradigma, mit dem wir das Aufmerksamkeitsfenster eines Spielers messen können, fassen können, auf Grad genau, und können dann ja Mannschaften einteilen, die von den Trainern als gleich stark beurteilt werden. Aber wir wissen als Wissenschaftler, dass die eine Mannschaft ein viel größeres Aufmerksamkeitsfenster hat als die andere. Und können die dann gegeneinander spielen lassen und können uns dann die Veredelung anschauen. Das heißt, die KPIs basiert auf den Positionsdaten und können dann sehr, sehr schnell zeigen, das haben wir jetzt gerade erst in diesem Jahr publiziert, dass tatsächlich die Mannschaften, die ein größeres Aufmerksamkeitsfenster hatte als die anderen Mannschaften, dass die in verschiedenen Parametern viel bessere Werte generiert sind. Und so können wir Sportpsychologie mit Sportinformatik verbinden. Das heißt, das ist ja gerade am Anfang, ganz sicher. Ja. Und Sie haben ja auch ein bisschen einen Einblick in den österreichischen Fußball. Sie werden auch immer wieder eingeladen vom ÖFB, um da Ihr Wissen quasi weiterzugeben. Und Sie haben vorher Red Bull Salzburg auch erwähnt. Sie wissen, dass Ralf Rangnick als, glaube ich, sehr datenaffiner Mensch österreichischer Teamchef ist. Wie sehen Sie denn die Entwicklung in Österreich? Haben Sie da einen Einblick, wie weit wir da in Österreich sind? Ja, ich kann natürlich jetzt nicht von allen Vereinen sprechen. Ich kann jetzt von den Vereinen sprechen, mit denen ich in Kontakt bin. Und natürlich auch von Ralf Rangnick. Ralf Rangnick ist immer schon ein Pionier gewesen und ein Vorreiter in verschiedenen Bereichen. Und ich freue mich auch sehr, dass er jetzt auch so stark auch unseren neuen Studiengang unterstützt. Sportdirektor im Amateur- und Nachwuchsleistungsfußball, der seit diesem Jahr läuft. Da wird Ralf Rangnick auch als Speaker auftreten bei uns dann im September. Er war auch der Ideengeber dieses, weil er gesehen hat, dass tatsächlich ja auch ganz andere Zielgruppen wichtig sind, dass man da educated. Und wir hatten das nicht in Deutschland, so eine Art Sportmanager-Ausbildung, Sportdirektoren-Ausbildung. Und das haben wir jetzt angestoßen in Köln, an der Deutschen Sportschule Köln, haben es im ersten Jahrgang laufen. Und der Ralf Rangnick, der wird uns da bereichern. Und ich weiß, dass er von oben an, und das als Bundestrainer kann man das natürlich sehr, sehr gut machen in Österreich, sehr viel anstößt und dann dort auch einfach, ja, dann auch viel bewegt. Ich kann es auch noch natürlich von Red Bull Salzburg sagen, weil ich mit dem Verein seit 10 Jahren eigentlich sehr intensiv zusammenarbeite. Die haben auch eine sehr, sehr gute Fortbildungsreihe, bei der ich immer wieder sprechen darf. Da wird Education groß geschrieben. Und auch dieser Verein ist sehr datenaffin. Und Red Bull Salzburg hat auch den Soccerboard 360. Das ist ein Gerät, das auch idealtypisch zeigt, wie man Sportinformatik mit Sportpsychologie verbinden kann. Weil auch dort man Positionsdaten hat von realen Spielen und kognitive Leistungen dann erfassen kann. Und dort haben wir selbst auch Tests entwickelt für diesen Soccerboard 360, auch für die Firma. Und haben dann dort quasi einen Kreativitätstest oder einen Spielintelligenztest, mit dem wir dann auch basierend auf Positionsdaten, in denen dann die Spieler quasi in dieser 360-Environment sich dann alles anschauen können und dort viel unter komplexeren Bedingungen, unter eher Real-World-Bedingungen dann auch kognitive Leistungen erbringen. Das klingt ja schon sehr ganzheitlich auch, also weil man diese kognitive Komponente da reinnimmt. Vielleicht als Abschluss, was sind denn die Grenzen von Datenanalyse im Sport? Gerade im Fußball ist ja der Zufall ein Faktor, der teilweise auch Spiele entscheidet. Inwiefern wird er das bleiben? Ja, das ist die gute Botschaft vielleicht auch am Ende, dass der Zufall eine sehr, sehr große Rolle im Fußball spielt, im Profifußball. Wir haben da erst gerade eine große Studie publiziert, in der wir den Zufall in der Premier League untersucht haben und konnten zeigen, dass das waren mehr als 9000 Tore, die wir da untersucht haben, über 10 Jahre hinweg, dass der Zufall abgenommen hat tatsächlich, aber von so 49% auf 42%. Das muss man sich vorstellen. Das heißt, von allen Toren, die geschossen werden, sind nach den Definitionen der Wissenschaftler 42% durch Zufallsfaktoren beeinflusst. Was heißt das? Und das heißt, dass die Tore nicht planbar sind. Das sind Zufall wird definiert von den Wissenschaftlern, beispielsweise Schüsse aus hoher Distanz, krasse Torwartfehler, Ball kommt als vom Assist vom Gegner, nicht vom eigenen Mitspieler, dann Pfoste, also Latte. Abgefälscht oder so, ja. Abgefälschte Schüsse auch, genau. Pfoste, Latte, prall zurück, prall dich ins Aus, prall zurück. Man kann den Ball einfach reinschieben. Also das kann man einfach schön definieren. Da sind sich die Wissenschaftler auch relativ einig, wie sie jetzt den Zufall definieren.
Und ja, somit kann man einfach sehen, dass einfach sehr viel Zufall im Fußball ist. Und deshalb ist er auch so spannend. Und deshalb braucht man auch Spielanalysten, die quasi versuchen, so ein bisschen Herr zu werden dem Zufall und alles, was planbar ist, noch planbarer zu machen, Matchpläne aufzustellen aufgrund von den Datenanalysen. Und das ist auch wichtig. Und deshalb ist auch die Ausbildung eigentlich so wichtig. Wir haben jetzt gerade eine aktuelle Studie publiziert, jetzt gerade erst vor 3 Wochen, in der wir klar zeigen können, wenn wir einen Datensatz verschiedenen Spielanalysten geben, dann kommen die zu ganz verschiedenen Ergebnissen. Das heißt, es fehlt noch sowas wie eine Golden Standard Auswertungsstrategie. Und wenn wir diese ganzen Analysen der Spielanalysten wiederum Trainer geben, dann haben die überhaupt keinen Favoriten unter diesen 15 Spiel- oder Matchplänen, sondern sind da auch sehr unterschiedlich unterwegs, was sie jetzt gut finden. Sie sehen einfach, dass also ein Datensatz und einfache Fragestellungen, welches System eine Mannschaft spielt, wie der Spielaufbau funktioniert, ganz anders beantwortet werden und auch dann ganz anders wertgeschätzt werden von Trainern. Und somit sind wir noch weit davon entfernt, sowas wie einen Golden Standard zu haben bei der Spielanalyse, weil das genau die Limitierung im Moment ist. Ein Datensatz, dasselbe Spiel, aber verschiedene Auffassungen von guten Leuten alles. Und da müssen wir dran arbeiten, Golden Standards zu entwickeln für die Spielanalyse. Aber es wird nicht langweilig werden und da brauchen wir aber auch immer Kreativität in dem ganzen Gebilde, was auch vorhanden ist. Das konnten wir auch in Studien zeigen, dass die Mannschaften, die kreativ unterwegs sind, einfach auch eine höhere Chance haben, Spiele zu gewinnen und auch weiterzukommen in so einem WM-Modus. Wir haben das auf höchster Ebene ausgewertet bei Welt- und Europameisterschaften. Mhm. Und somit wird es uns auf jeden Fall nicht langweilen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Herr Memmert, vielen Dank für diese wirklich interessanten Einblicke in die Datenanalyse. Ich glaube, Fußball wird spannend bleiben, wird vielleicht noch kreativer werden und wir werden mit Spannung weiter zusehen. Vielen Dank für dieses Interview. Vielen lieben Dank. Und ich sage danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns auch über Mails an sport@kurier.at und vor allem freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Danke auch an Dominik Kanzian für Ton und Schnitt. Bis nächstes Mal. Baba.